Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie und ich jump hier direkt wieder ins Loch rein. Das wollte ich gar nicht, hier waren wir doch schon drin, da sind wir doch fertig. Ja, wir sind wieder bei Banjo-Kazooie, Jiggies of Time unterwegs, hier als kleine Ameise im Gebiet des Todesberges und waren im letzten Part in Gronia. Dort wurden wir zur Ameise verwandelt, sind hier auch schon ein bisschen umhergejumpt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch so die letzten Löcher finden, sag ich mal. Hier zum Beispiel fängt es schon an, da kriegen wir gleich mal so ein Jindo. So, das ist nämlich schon, ja, noch zwei Stück, dann haben wir alle. Das ist schon mal sehr gut. Dann hatten wir oben beim Todesberg noch einen. Da würde ich auch gleich mal hingehen, insofern ich da hinkomme. So, der müsste doch tot sein, ne? Ja. Das ist gut, ich habe das sehr provisorisch vor, alles besiegt schon, bevor ich hier als Ameise rumlatsche. Und die Musik ist gerade voll laut. War die das letzte Mal auch schon so laut? Meine Güte. Mega laut, oh Gott. Wenn ich jetzt runterfalle, werde ich dann wieder normal? Ich hoffe, ich falle nicht runter. Hui! oh Gott. Übertreib halt mit dem Schwanken. Hui! Und dann switch einfach mal die Kamera. Okay. Da komme ich gar nicht hoch. Nein! Was ein Käse. Ich bin eine Ameise, kann ich nicht Felsen hochlaufen? Sieht nicht so aus. Shit, wie komme ich denn da hin? Oh nein. Hey, das hat man schon, das Puzzleteil, oder? Nee, das hat man auch noch nicht. Bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Oh Gott. Oh, okay, dann machen wir erstmal andere Sachen. Wir müssen mal überlegen, wie wir da oben dann hinkommen. Vielleicht kann man irgendwie durch den Bau laufen und dann kommt man da oben raus. Irgendwie sowas. Möglicherweise auch hier über die Brücke drüber. Probiere ich das halt mal aus. Ja, also direkter Weg hat das nicht so gut geklappt, aber ich gehe mal hier rüber. Das klappt doch auch nicht, oder? Ja, Leco Mio. Werden wir wieder normal jetzt, oder wo... Okay. Nein. Get weak? Hä, wo bin ich jetzt? Achso. Ich bin wieder am Anfang. Ach du Scheiße. Okay. Okay, das macht's irgendwie schwierig. Dann machen wir erstmal Dodongos Höhle vielleicht. Wäre jetzt so der Gedanke, den ich da hege. Also da haben wir ja auch auf jeden Fall zwei Positionen, wo wir hin müssen als Ameise. Aber es ist schon mal gut, dass wir auf jeden Fall nicht zurückverwandelt werden, wenn wir in Lava fallen. Sondern wirklich erst, wenn wir das wollen. So, denn hier war auf jeden Fall eine Position. Und es fehlen auch nur noch 10 Noten, ne? Das muss ich auch noch dazu sagen. 10 Noten, dann sind wir halt auch completed. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch vervollständigen, bevor ich irgendwo sterbe, weil das ist immer ein großer Aufwand, die Noten zu sammeln. Alter, wie lange geht's denn hier? Also wir kommen jetzt bestimmt, ja, wusste ich's doch, bei ihm hier raus. Da haben wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Noten. Das ist gut zu wissen. So, und das müssten ja theoretisch 5 Stück sein, ne? Ihr sagtet immer 5 Stück. 5 Noten sind immer in einem Bundle. Die müssen irgendwie immer etwa an derselben Position versteckt sein. Okay. So, und dann müssen wir irgendwie noch auf... Ja, irgendwie waren das ja so 4. Da oben ist die 5. Was ist da oben Gelbes? Das ist auch irgendwas Gelbes, seht ihr das? Und wackelt da rum. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir denn jetzt bei ihm rauf?
Oder müsste ich mich jetzt theoretisch zurückverwandeln, damit ich da weiterkomme? Aber wie... Hä? Ah, das ist eine goldene Feder, okay. Jo. Hier über den Schweif vielleicht, warte mal. Das könnte... unter Umständen was bringen. Ja, sieht ganz gut aus. Ja. Hallo? Was passiert hier? Hui! Woo! Ja! Nummer 95 und Puzzle Nummer 6. Nein! Und da bin ich in Lava gefallen. So, jetzt komme ich aber wieder am Anfang raus, oder? Oder? Jo. Das ist ja nicht schlimm. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir uns den Weg nach oben irgendwie bahnen, denn dort gab es auf jeden Fall, zack, auch nochmal so ein Löchlein, wo ich mit der Ameise durch konnte. Aber das Gute ist halt, die Gegner sind alle tot. Oder die meisten zumindest. Das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Denn... denn dann, ja, haben wir uns keine Strapazen hier mit der Ameise, ne? Deswegen wäre es auch echt cool, wenn wir nicht nochmal sterben würden irgendwo. Oh Gott. Eine Fledermaus, no. So, jetzt sind wir auf dem richtigen Wege. Da drüben ist auf jeden Fall die Wand mit dem Loch. Dementsprechend, denke ich, haben wir es dann. So, und ich hoffe, dass wir vielleicht bei dem Jindo rauskommen da unten. Da war, glaube ich, einer gefangen, ne? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Noten. So, das könnte nämlich passen, dass wir da rauskommen. Jo, das ist er. Noten haben wir leider nicht mehr bekommen. Zack. Jetzt fehlt nur noch einer, Leute. Ein Jindo noch. Und dann sind wir fertig mit denen. Also das und die 5 Noten, die hätte ich schon noch gerne auf jeden Fall. Ansonsten, ja, ist halt die Frage. Ich weiß, wo ein Puzzleteil ist. Da komme ich aber mit dem Sprung, mit dem normalen Sprung nicht hin. Ich hoffe, ich habe halt hier nichts verpasst. Ich jump jetzt einfach mal kurz in die Lava rein. Weil dann bin ich eh wieder am Anfang. Ohne Schaden zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz netter Move. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir als Ameise da auf diese Positionen kommen. Das sind jetzt halt die 2 Fragen, ne? Also wir haben... ja, wir haben 2 Löcher. Hier unten war ja nichts weiter, glaube ich, ne? Ich glaube nicht. Ich hoffe. Tada! Ba 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 ba. Oh Gott, ein Gegner. Jetzt bereue ich es, dass ich den nicht getötet habe. So, jo. Hier fließt die Lava. Jetzt müssen wir halt mal kurz gucken. Wie kommen wir am besten darüber? Weil hier ist ja nichts weiter. Weiß nicht, ob ich von der Seite hier irgendwie rüber kann, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Ba, 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 ba. Weil hier ist ja auch kein Loch. Hätte ich die Tür irgendwie öffnen können? Weiß nicht. Hier ist ja auch kein Vorsprung und nichts. Also ich muss jetzt eigentlich da hinten durch die Ecke. Ne, da ist ja so ein Loch. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Große Frage. Ba, 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 ba. Vielleicht gibt es da hinten in dem Ameisenbau ein extra Exit. Das könnte ich mir halt vorstellen. Das war doch hier, oder? Mit dem Tunnel. Weil da sind wir ja auch, wir sind ja hier reingerannt. So, da waren erstmal 1000 Ameisen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns da nicht in die Quere kommen. Bam, bam, bam. Ach, die Musik ist cool. Du, 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 du. So, und wir sind aber irgendwo ganz komisch langgelatscht und irgendwann
Kamen wir auch an ein Schild, da stand halt Exit dran. Und vielleicht, ja, führt uns das womöglich dahin, wo wir hin müssen? Wir können es ja zumindest mal ausprobieren, dass ich das nochmal finde. Ach, die Musik ist toll. Wenn man nur wüsste, wo das war, ne? Ach ja, hier, guck, Exit. Ist auf jeden Fall nicht der Weg, den wir gekommen sind. Ah ja, okay, doch, wir fallen einfach irgendwo durch. Wo sind wir jetzt? Okay, wir sind wieder draußen. Ja, das ist dann auch nicht geglückt. Ja, wie komme ich denn jetzt dahin? Weil als Ameise kann ich auf jeden Fall nicht solche Jump-Einlagen machen wie Banjo. So viel ist klar. Oder kann ich irgendwas, wovon ich noch nichts weiß? Ganz merkwürdig hier alles. Ach, zum Glück ist die Musik so nice. Ach, Leute, wie machen wir das denn? Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder hier hoch? Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ich muss hier irgendwie hochkommen. Hier. So, erstmal einen kräftigen Schluck Kaffee. Okay. Leute, lasst mal überlegen. Nein, nicht wieder rein. Was können wir denn noch machen? Ich könnte mal versuchen, hier so rüber zu jumpen. Das klappt schon mal nicht. Ist ja doof, dass ich jetzt jedes Mal ganz am Anfang wieder anfange, oder? Ja, ja. Get weak. Ich will ja auch nicht zurück. Hier links, rechts haben wir auch keine Tunnel weiter. Das ist halt die Frage, was suche ich jetzt, ne? Suche ich irgendeinen Tunnel oder... Weil ich muss ja an diese zwei Positionen kommen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Der Rest hat relativ gut geklappt. Wir haben da noch ein Jimdo bekommen, ein Puzzleteil haben wir noch bekommen. Aber jetzt fehlen mir halt wirklich diese zwei Positionen. Ich könnte mal versuchen, ob ich über die dünnen Fäden von der Leiter rüberlatschen kann. Von der Hängebrücke hier. Das kann ich mal probieren. Nee. Shit. Geht auch nicht. Also das war jetzt eine Idee noch von mir, aber... Ja. Mumbo Bumbo. Alles gut. Ich will doch gar nicht raus hier. Gehe ich nochmal hoch zum Aufstieg vom Todesberg? Vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Ansonsten würde ich mal in den Cutting-Modus reingehen, weil dann, ja, kann ich euch nämlich auch nicht genau sagen, woran es liegt. Dann muss ich mich offscreen mal ein bisschen umschauen, ehe ich hier noch mehr sinnlos umherlatsche. Aber theoretisch, wir haben ja nur hier die Möglichkeit, rüber zu gehen. Beziehungsweise da über die Fässer, aber ich glaube, auf die Fässer komme ich gar nicht drauf. Auf den Aufstieg komme ich auch nicht hoch. Das wird alles nix. Tomb Raider, hilf mir! Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Vielleicht hätte ich auch das Tor irgendwie aufmachen können. Ist halt auch so eine Sache, keine Ahnung. Oh, guck mal, da ist eine Leiter. Was ist das für eine Leiter? Ha, warte mal. Da gehen wir doch mal gucken. Aber das sieht nicht so aus, ob das für eine Ameise ist. Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Also, ja, kann ich mich auf jeden Fall festhalten, aber als Ameise wird das nichts. Ich kann mich ja sicherlich nicht als Ameise an der Leiter festhalten. Wäre es mir zumindest neu.
Ein bisschen neu. So, hier komme ich aber auch nicht weiter. Ne, hier muss ich ja auch theoretisch fliegen. Die Wand komme ich aber auch nicht hoch. Verstehe ich nicht. Warum ist da oben dieses Zeichen für Banjo und Kazooie durchgestrichen? Auch eine sehr gute Frage. Ja, Leute, ich glaube, wir gehen jetzt gleich in den Offscreen-Modus. Denn ich habe jetzt auch keine Ideen mehr. Ich kann mich hier auch nicht festhalten irgendwie. Ja, da geht alles nix. Da geht nix. Ja dann, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Lösung parat habe. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin erstmal wieder im Banjo-Modus und versuche mal mein Glück hier an der Leiter, denn da hinten müsste ja theoretisch noch ein Puzzleteil sein. Oh Gott. Jo. So. Okay, sehr schön. Das hätten wir. Das wäre Nummer 7. Wir bekommen noch eines durch die Gymdus, ne? Da sind wir bei 8. Dann haben wir da noch ein 9. Das heißt, es fehlt dann eigentlich nur noch eins, was noch nicht irgendwo gefunden wurde. Und wir müssten halt irgendwie noch da hoch mal gucken, was da ist. Ich glaube, das werde ich jetzt auch erstmal tun. Beziehungsweise müssen wir mal gucken, ob wir halt irgendwo eine Methode finden, hier das Tor aufzukriegen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es da irgendwas gibt. Weil ich muss ja auch als Ameise hier noch rein. Oder es gibt halt als Ameise irgendeinen anderen Weg hier rein. Ich weiß allerdings nicht, was ich als Ameise hier soll. Das ist halt dann die andere Frage. Falls ich jetzt als Ameise hierher kommen sollte, was mache ich hier? Das ergibt wenig Sinn, oder? Ich sehe zumindest keinen triftigen Grund, als Ameise hierher zu kommen, es sei denn... Achso, ich muss ja als Kazooie hoch, weil Banjo rutscht. Es sei denn, ich gehe als Ameise hier rein und kann hier irgendwelche Wunder vollbringen. Das muss ich mal kurz auschecken. Nö. Sieht aber auch nicht so aus. Könnte man da um die Ecke nochmal gucken. Aber selbst wenn ich jetzt als Ameise hierher kommen sollte, das bringt mir reichlich wenig. Also wirklich reichlich wenig. Hm. Nee, das ergibt alles keinen Sinn. Hui. Okay. Na dann gehen wir erstmal wieder. Gehen wir mal wieder hoch zum Todesberg in die Ecke. Ja, keine Ahnung. Wie mache ich denn die Tür auf? Vielleicht bei Tomb Raider. Kann Tomb Raider mir die Tür öffnen? Weil ich kann ja hier hoch, ne? Da hinten hockt die ja. Aber ich komme nicht auf die Türme drauf. Meine Güte, wie soll ich das denn machen? So viele Rätsel, so viele suspekte Dinge. Oh, das war eine harte Landung. Sorry, Banjo. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar Puzzleteile schon geholt, ne? Wir haben Jinjo geholt. Das sind unsere guten Ergebnisse in dieser Folge. Das war halt aber auch alles. Jetzt probieren wir einfach nochmal unser Glück und steigen mal den Hang zum Todesberg rauf. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwas... Oh Gott, finden. So, wir kamen ja hier auf jeden Fall hoch, ne? Hier schön mit einem Double Jump, das geht. Und hier müssen wir halt als Ameise rein. Was für mich noch ein bisschen... Oh Gott, nein, nein, nein. Komisch ist, wie ich da hinkommen soll. Aber irgendwie muss er gehen. Okay.
Nee. Mann, Banjo. Halt dich mal an der richtigen Seite fest. I hate it, ey. I hate it so much. Also das ist eigentlich auch der Grund, warum ich sowas nicht spiele, ne? Ich bin in Jump'n'Run-Zeug echt super schlecht. Aber die Kameraperspektive ist auch so beschissen in dem Spiel. Das ist das Schlimmste. Es wäre alles so viel leichter, wenn die Kamera... Nein! Wenn die Kameraperspektive nicht so kacke wäre. Weil von hier aus darüber springen, das ist so scheiße. Mann! Sorry Leute, aber ist wirklich so. Kameraperspektive ist immer sehr eklig. So, aber ich komme jetzt auch gar nicht höher. Da steht, Banjo-Kazooie geht nicht. Er kann nicht irgendwie klettern als Ameise? Habe ich da irgendwas verpasst? Shit. Schon wieder aufs Maul bekommen. Okay Leute, ich gehe nochmal in den Offscreen-Modus. Irgendwie muss es noch weitergehen. Ich habe aber keinen Plan, wie. Vielleicht werde ich das mal bis zum nächsten Part herausfinden. Und ja, verabschiede mich für diese Folge. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie. Tschüssi, Leute.